Yeah, cool. Endlich fängt Brook High an. Sandy, ich bin zu Hause. Au, oh, hi Mama. Wie war's in der Arbeit? Ich guck grad Brook High. Ah, das ist ja schön, mein Schatz. Aber pass auf. Die Königsfamilie suchen einen Babysitter. Einen Babysitter, Mama? Wirst du der Babysitter? Aber das wird doch ein bisschen viel für dich, oder? Du putzt da und kochst da und machst da alles? Ja, ganz genau so ist es. Und wir brauchen nicht immer einen Babysitter. Nur, wenn die Danny nicht kann oder Urlaub hat. Und da habe ich natürlich an dich gedacht, mein Schatz. An mich? Ehrlich? Ja, natürlich. Du kannst super mit Kindern. Und ich habe dir auch schon empfohlen. Morgen ist dein Vorstellungsgespräch. Was? Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, überhaupt zu überlegen, ob ich das machen möchte. Mama! Nur weil du in der Königsfamilie arbeitest, muss ich das doch nicht auch machen. Sie zahlen 25 Euro die Stunde. Wann kann ich anfangen? Am nächsten Tag. Puh, was soll ich denn anziehen? Oh, ich habe keine Ahnung. Sandy, hast du schon was zum Anziehen gefunden? Nein, noch nicht, Mama. Ich bin mir nicht sicher, was ich anziehen soll. Kannst du mir helfen? Natürlich, mein Schatz. Ein paar Sekunden später. So, mein Schatz, jetzt müssen wir nur noch deine Haare machen. Aber nicht so festziehen, okay? Keine Sorge. Eine Minute, 37 Sekunden später. Sandy, halte still. Ich muss nur noch deinen Pferdeschwanz kämmen. Ja, Mama, ich halte ja still. Ich halte ja still. So. So sieht's gut aus. Dann komm, wir müssen los, sonst komme ich zu spät in die Arbeit. Okay, ich bin bereit fürs Vorstellungsgespräch bei der Königsfamilie. Warte auf mich, Mama. So, mein Schatz, gleich sind wir da. Wow, Mama, ich war noch nie bei der Königsfamilie. Ich bin richtig aufgeregt. Ach was, musst du nicht sein. Ah, da ist auch schon Charles. Oh, weia. Okay. Hallo, Susanne. Und das muss deine Tochter Sandy sein. Ja, Charles, das ist Sandy. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Es ist auch schön, dich kennenzulernen, junges Fräulein. Folgt mir. Oh je, Mama, ich bin richtig aufgeregt. Oh mein Gott, ich werde gleich die Prinzessin kennenlernen. Und die Königin und den König. Oh mein Gott. Sandy, bleib ganz ruhig. Du schaffst das. Du bleibst ja bei mir, oder? Nein, Sandy, ich kann nicht mitkommen. Ich muss jetzt arbeiten. Aber tu einfach das, was Charles dir sagt. Bis später, mein Schatz. Mama kommt nicht mit. Ich bin ganz allein. Oh je, ich habe wirklich Angst. Aber egal. Ich schaff das. Ich krieg das hin. Puh. Charles? Hier bin ich, Sandy. Was? Au, hier. Oh mein Gott. Da hinten sitzt die Königin. Oh Gott. Ja, ich bin da. Ich bin da. Au, bist du meine neue Babysitterin? Können wir was spielen? Können wir was spielen? Am besten jetzt sofort. Am besten jetzt sofort. Wir dürfen was spielen, spielen, spielen. Prinzessin Victoria? Wir haben jetzt leider keine Zeit zum Spielen. Bitte setzen Sie sich hin, Eure Hoheit. Okay, aber wenn sie auf mich aufpasst, dann muss sie die ganze Zeit mit mir spielen. Whee! So, bitte entschuldige die Unterbrechung. Du kannst jetzt zur Königin. Ganz wichtig, erst hinsetzen, wenn sie es sagt, sie nicht anfassen und sich unter keinen Umständen auf dieselbe Couch setzen wie sie. Okay, verstanden. Alles klar. Okay. Hallo, Eure königliche Hoheit. Es ist sehr schön, Sie kennenzulernen. Ich grüße dich. Es ist auch schön, dich kennenzulernen. Ich darf doch zu dir du sagen, oder? Ja, natürlich, Eure königliche Hoheit. Selbstverständlich. Gut, dann setzen wir uns. Victoria, setz dich bitte zu mir. Okay, Mama, ich komm schon. Okay, ich glaube, ich darf mich jetzt auch setzen. Okay, dann setze ich mich mal hin. Gut, dann können wir beginnen. Deine Mutter hat nur Gutes von dir gesprochen. Und sie hat uns versichert, dass du in der Lage bist, Victoria eine gute Babysitterin zu sein. Ja, wenn meine Mutter das gesagt hat? Ich meine natürlich, selbstverständlich traue ich mir das zu, Eure königliche Hoheit. Mami, können wir jetzt spielen? Bitte? Victoria, bitte unterbreche mich nicht. Ich habe noch einige Fragen. Eine Stunde später.
So, seid ihr schon fertig? Der König! Ja, Papa. Mama hat ganz viele Fragen gestellt, ganz viele. Aber ich glaube, ich habe einen neuen Babysitter, der den ganzen Tag mit mir spielt, Papa. Oh, das ist aber toll. Schön, dich kennenzulernen. Es ist auch schön, Sie kennenzulernen, Eure königliche Hoheit. Gut, dann haben wir alles. Oh, ich glaube, ich muss auch aufstehen. Dann sehen wir dich morgen zum Babysitten. Am nächsten Tag. Ach, da wartet ja schon wieder Charles auf uns. Hallo, Charles. Hallo, Charles. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, ihr beiden. Ich hoffe, ihr kommt alleine klar. Ich muss die Königin und den Königin wegfahren. Natürlich, das ist kein Problem. Darf denn Sandy mit der Prinzessin alleine sein? Ich muss noch zum Einkaufen. Natürlich. Die Königin und der Königin haben vollstes Vertrauen. Okay, super. Es ist eh nur ganz kurz. Komm, Sandy. Der König und die Königin warten bereits. Oh, alles klar. Dann beeile ich mich am besten. Danke, Charles. Okay, wo sind sie denn? Oh, hier hinten stehen sie schon. Hallo. Ich hoffe, Sie mussten nicht warten, Eure königlichen Hoheiten. Nein, Sie kommen gerade recht. Wir wollten uns gerade von Victoria verabschieden. Okay, super. Eure königliche Hoheit. Victoria, wir sind einige Stunden weg. Ja, okay, Papa. Ich spiele mit meiner neuen Babysitterin. Bis dann, Mama. Ich hab euch lieb. Bis später, Victoria. Victoria, ich bitte dich, ich nehme dich. Natürlich, Mutter. Wir sehen uns heute Abend. Ui, das heißt, wir können jetzt zusammen spielen. Können wir. Was möchtest du denn spielen? Wie wär's mit Fangen? Du erwischst mich eh nicht, Wuhu! Was? Wie schnell ist sie denn weggerannt? Prinzessin Victoria! Prinzessin Victoria! Hallo? Prinzessin Victoria? Oh, da ist sie. Ich hab dich! Ach Mann, ich dachte, das war ein super gutes Versteck. Egal, ich bin wieder dran. Fang mich, fang mich! Oh Gott, ich glaube, das werden ein paar anstrengende paar Stunden. Prinzessin Victoria, warten Sie bitte auf mich! 2 Stunden später. Prinzessin Victoria, können wir bitte eine Pause machen? Ich kann nicht mehr. Huch. Sandy, was machst du denn hier am Boden? Bitte steh sofort wieder auf. Mama, ich kann nicht mehr. Wir spielen seit 2 Stunden Fangen. Prinzessin Victoria, wären Sie denn auch damit einverstanden, dass Sandy mit Ihnen was anderes spielt? Ja, wie wär's mit Verstecken? Okay, Verstecken ist super. Ich fang an zu zählen, okay? Okay, und ich versteck mich dabei. Sandy, eigentlich bin ich hierher gekommen, um dir zu sagen, dass ich jetzt kurz einkaufen gehen muss. Du schaffst es hier alleine mit Prinzessin Victoria? Klar, Mama. Ich muss jetzt eh anfangen zu zählen. 1, 2... Ein paar Sekunden später. 20! Versteckt oder nicht? Ich komm jetzt! Die Frage ist, wo ist sie hingelaufen? Ich kenne mich hier halt einfach gar nicht aus. Oh Gott, was ist, wenn sie nach oben gelaufen ist? Da darf ich gar nicht hin. Victoria? Kannst du was sagen? Und hier ist sie nicht. Wo könnte sie denn sein? Was ist denn das Geräusch? Kann ich hier hinter? Ja, hier hinten war ich auch gerade eben schon. Victoria? Sag mal piep, Victoria, sag mal bitte. Die Tür ist offen. Um Gottes Willen, Victoria? Oh nein, Victoria, Victoria, ich rette dich. Oh nein, Victoria, sie atmet nicht. Oh Gott, und Mama ist noch beim Einkaufen. Oh Gott, und der Butler ist auch nicht da. Was mache ich denn jetzt? Am besten Mund-zu-Mund-Beatmung. Komm schon. Du schaffst das. Bitte, bitte nicht sterben, Prinzessin. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Du kriegst das hin. Bitte, atme doch. Atme doch. Oh nein. Ich glaube, sie ist gestorben. Was mache ich denn jetzt? Ein paar Sekunden später.
Lass uns schnell rein. Am besten auf die Couch oder so. Oh Gott. Mama! Sandy, was ist passiert? Mama, die Prinzessin, sie ist in den Pool gefallen und wäre fast ertrunken. Ich habe sie rausgeholt. Sie atmet wieder. Was sollen wir machen? Ich rufe sofort einen Notarzt. Leg sie derweil hinter ins Bett. Okay, hinter ins Bett. Okay, okay, okay. Ah, hier ist ein Bett. Okay, Prinzessin. So. Es geht schon wieder, Sandy. Wir können jetzt gerne weiterspielen. Was? Nein, auf keinen Fall. Bleib jetzt bloß da. Und hier machen wir auch wieder zu. Und es bleibt auch zu. Okay. Und jetzt setzen wir uns auf die Couch und warten, bis der Notarzt kommt. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls es dir gefallen hat, lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!